Wir stehen hier am Stand von der Gutbrennerei Geuting aus Münsterland. Wie lange gibt es euch denn schon, Magnus? Wir bestehen schon seit 1837. Also mein Urgroßvater ist damals mit der Destillation von Spirituosen auf unserem Betrieb angefangen. Und Whisky macht ihr seit wann? Die ersten Destillate haben wir 2010 gefertigt und die ersten Abfüllungen wurden dann 2013 getätigt. Und ihr habt heute auf die Messe einen besonderen Whisky mitgebracht, der mit seinen 8 Jahren eigentlich für einen deutschen Whisky schon recht gut gereift ist. Vielleicht kannst du uns darüber auch was erzählen. Ja, und zwar haben wir hier jetzt unsere erste Fassstärkenabfüllung. Das ist ein 8 Jahre alter Single Malt, der in auf einem Sherry Petrosini Mix Bud lag. Haben wir jetzt, so wie er im Fass war, auf die Flasche gebracht, mit 61,4% Volumen. Die 61,4% nach 8 Jahren, das ist ja nicht wenig. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, das liegt auch ein bisschen an einer Besonderheit eures Lagers, nicht wahr? Ja, auf unserem Lager, da ist eigentlich, also da verdunstet im Prinzip genauso viel Wasser wie Alkohol, deswegen sind wir von Prozentvolumen recht stabil. Wie würdest du den geschmacklich jetzt beschreiben? Also geschmacklich hat der so eine schöne malzige Note. Die Sherry, die Rosinenex-Note kommt sehr gut durch. Dann folgt davon noch Rosinen, getrocknete Früchte, ein bisschen Mandel und die malzige Note. Und wenn man den dann noch ein bisschen runtersetzt, so auf 45-50%, finde ich, kommt auch noch eine sehr schöne leichte Heunote hindurch. Das heißt, Wasser verträgt er ganz gut. Jawohl, kann man noch verdünnen. Ja. Wie viele Flaschen davon habt ihr produzieren können? 600 Flaschen sind da abgefüllt worden. Das heißt, wer sich dafür interessiert, der kriegt ihn bei euch und im gut sortierten Fachhandel. Das ist richtig. Obwohl, wir sind so neu damit, den haben wir jetzt gerade erst heute hier das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert und Fachhandel kommt jetzt noch. Okay. Müssen wir erst noch mal wieder anbieten. Das heißt, wenn wir dann mit dem Video raus sind, dann noch ein klein wenig Geduld und dann ist er verfügbar. Magnus, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg auf der Messe hier in Mülheim. Danke, schön, dass Sie da gewesen sind.